Willkommen zurück. Das Spiel verwirrt mich teilweise jetzt eigentlich immer mehr, als dass mir irgendwas erklärt wird. Ich hätte Kette. Bevor wir die anklicken, gucke ich mich nochmal um. Wir können hier Akten noch aufmachen. Ist das Ihre Kette? Oder von wem? Shit, hätte ich mal doch die Akte aufgemacht. Zuerst. Ah, jetzt komme ich da auch nicht mehr ran. Okay, wir werden rausgeworfen. Oder auch nicht. Wir gehen gemeinsam. Ah, und jetzt sind wir, glaube ich, an der Stelle, die in dem Buch gezeichnet war. Sieht aus wie so eine Abhörstation aus dem Kalten Krieg da hinten. Von der Air Force. Wo ist denn? Ist hier ein Höhlen? Ach, der Höhleneingang, klar, muss er hier sein. Aha. Gehen wir mal davon aus, dass sich die Jugendlichen hier immer treffen. Aber wozu die Vogelkäfige? Komm her. Ach, wie süß. Oh nein. Oh, ich dachte schon. Puh. Dafür gibt es gleich einen Geschenkkorb. Okay. Das ist doch schon wieder Traumwelt, oder? Es wäre doch kein Vogel hier auf dem Seziertisch rumliegen. Also der Story kann ich bisher eigentlich relativ problemlos folgen. Das Problem ist bloß. Was hat das mit diesen ganzen Träumen immer auf sich? Eine Figur? Die hier geklebt wurde oder wird?
Yay, er lebt noch. Okay. Das sind wieder die Jugendlichen, oder? Cooler Beat. Ein Klappmesser. Habe ich auch in meiner Hose. Was haben wir denn da? Millennium Mall. Unten irgendwas. Dominion Construction. Irgendwas mit Vögeln ist jetzt rausgefallen. Was ist das? Und wieder in unserer Bude. Die ganzen Errungenschaften verstehe ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, das hat irgendwas mit Vögeln zu tun. Jo, ich würde sagen, deswegen die Pizzakarte, die wir uns aus dem Auto geklaut haben. Aber ganz ehrlich, das hat doch jetzt noch gar nichts mit FBI irgendwie zu tun, was wir da machen. Hat. Viertel zwei. Na dann, ich dachte, ich muss mich jetzt hinlegen. Was muss ich tun? Ich bin verwirrt. Oh, sie hat zumindest ein paar Klamotten mal eingeräumt. Ich kann auch nicht mehr rausgehen. Ach so, wo muss ich mich reinlegen? Das ist doch schon wieder die Traumwelt jetzt hier, oder? Okay, die Polizeimütze. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht an den Aktenschrank. Schon wieder das Geräusch. Thank you.
So, Anetava, okay. Special Agent. Und als Special Agent machen wir sowas? Search Hyperion. Was ist das? Maria, ein Name, okay. Okay. Ah, okay. Maria. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die hat zwei verschiedene Namen da. Hyperion, okay. Ans Archiv. Toll. Special Agent, sie also sehr gut. Okay, das ist mir jetzt boah, echt zu laut. Kannst also vorlesen. Ich dachte schon wieder, das wird euch wieder weg alles. Und deswegen heißt es auch gar nicht erst vorgelesen. Also, Special Agent Judith Ortega, eine der aufstehenden Agenten der Miliz des FBI, wurde heute die Auszeichnung für ihre verdienstvolle Leistung für ihre hervorragende Arbeit bei der Aufklärung des Fall Holliston Leidecker verliehen. In ihrer bisherigen FBI-Laufbahn hat die tapfere junge Frau Mutter die Messlatte für ihre weibliche Kollegin höher gelegt. Mrs. Ortega entwickelt sich nach unserer Einschätzung schnell zu einem Vorbild für gesetzestreue farbige Frauen. Mr. Albert Ortega erklärte, die Arbeit seiner Frau spiegle seine tugendhaften Einfluss wider. Direktor Hoover, der nicht anwesend war, durfte von der Arbeit der Behörde insgesamt ermutigt werden, nur für den inneren Vertrieb. Diese Frau Ortega verbreitet weiterhin abenteuerliche Anschuldigungen über Verschwörungen und vermeintliche Verstöße gegen ethische Richtlinien. Ich bin besorgt wegen möglicher Interpretationen ihrer fadenscheinigen Feststellungen, sollte diese in die breite Öffentlichkeit gelangen. Unser weiterer Ruf und der Ruf der Behörde müssen geschützt werden. Kurt ist das bewusst und ich weiß seine Kooperationsbereitschaft in dieser heiklen Angelegenheit zu schätzen. Es ist gemeinhin bekannt, dass Ortega sich zwar im Rahmen der Abteilung für angewandte Wissenschaften bewegt, aber gleichzeitig eine Vorliebe für unkonventionelle Methoden besitzt. Dieser Umstand könnte für uns von Vorteil sein. Die haben die rausgeschasst.
Ist Special Agent Judith Ortega seit nicht weniger als 3 Monaten das Ziel verdeckter Ermittlungen der Abteilung für innere Angelegenheit der Justizbehörde. Wegen Verdachts auf grobe Fehlverhalten, Zweckentfremdung von Eigentum des FBI-Labors, Verstoß gegen ethische Standards im Zusammenhang mit der verbotenen Verwendung kontrollierter Substanzen sowie Insubordination, bla bla bla, ja. Angesichts der Ergebnisse dieser Ermittlungen sollte das Agent Ortega an allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Wir empfehlen daher ihre umgehende Suspendierung bei ausgesetzten Gehaltszahlungen sowie der Aufhebung ihres Status als Special Agent, bis ein Gericht über ihren Fall entscheidet. Okay. Ist sie das jetzt aber und mit anderen Namen? Oder was? Die sieht doch genauso aus, bloß mit... Ja. Nee. Okay, sie haut wieder ab. Dominion Construction. Vielleicht fahren wir da als nächstes hin. Ja, scheinbar schon. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Spitz bedanke mich. Bis denn.